Herzlich willkommen auf Schalke, kann man ja schon sagen. Hast aber schlechtes Wetter mitgebracht. Ich hoffe, das trübt nicht dein Willkommen hier. Nee, auf keinen Fall. Also es ist auf jeden Fall nicht schön, das Wetter, aber zum Trainieren ist genau richtig. Und deswegen, das Wetter ist egal. Es ist angenehmer in der frischen Luft, wenn es ein bisschen regnet, als wenn die Sonne strahlt. Das glaube ich wohl. Ich war ganz überrascht. Ihr habt ja heute auch ein bisschen mit den Bällen gespielt. Ja, muss ja auch mal sein, oder? In der Vorbereitung, normalerweise schon. Wie bist du von deinen Jungs hier aufgenommen worden? Ich habe gerade Luis Holtby gesehen, wie er ein bisschen mit dir rumgeflaxt hat beim Interview und dir auf den Hinterkopf geschlagen hat. Also scheinst gut angekommen zu sein. Ja, ich kenne ihn ja noch von früher und den Fuchs kenne ich ein bisschen, den Ralf Herrmann. Und die Jungs haben mich echt super aufgenommen und macht echt Spaß. Sehr lustige Truppe und die Jungs sind für jeden Spaß zu haben und ich freue mich auf die nächste Zeit. Wie waren die ersten Eindrücke hier? Jetzt hast du in Gladbach gespielt, kommst du hin zu Schalke 04. Gibt es da große Unterschiede, positive? Ja, ich bin ja jetzt 3 Tage, 4 Tage hier und viel kann ich noch nicht sagen. Aber ich freue mich, dass ich hier hingewechselt bin. Und man sieht, wie viele Fans auch jeden Tag, auch bei diesem Regen, hier uns zuschauen und wollen, dass wir ja etwas erreichen diese Saison. Und die uns vertrauen, die uns anfeuern werden. Und das ist auf jeden Fall mal ein so schöner Club. Und ich bin froh, dass ich hier spielen darf. Was sind deine Ziele? Ja, ich muss sagen, ich versuche gesund durch die Vorbereitung zu kommen, versuche fit zu werden und versuche Gas zu geben, jeden Tag das, ja, mich zu verbessern, das Beste aus mir rausholen und dann werden wir sehen, wie weit es dann reicht.